Er hat den voll im Auge. So ein Arschloch. Alles klar. Also den ersten Cheat haben wir schon erkannt. Ich meine, na gut, Cheater haben jetzt nicht nur ein fast schon verschwindend kleines Glied, sondern sind auch ziemlich, ziemliche Totgeburt. So, wisst ihr? Hey, Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einer neuen Runde Overwatch. Wir müssen mal wieder ein paar Leute bannen hier. Ich merk's, ich riech's. Mal sehen, was er hier so treibt, der alte Pimpf. Im Moment noch nicht viel. Es kommt da was von lange, geht aber Richtung B, okay. Danced. Er ist richtig am Bernie-Hippen. Kann man wegen Bunnyhop auch, ist das auch ein Grund, gefickt zu werden? Wenn man das auf dem Scrollrad hat, dann ist das schon eigentlich nicht so prickelnd, oder? Wenn man übers Scrollrad hinweg Bunnyhoppt. Ja, zweites Mal so komisch auf ihn drauf gezuckelt, aber ab und an, da will ich ihm noch nichts unterstellen jetzt an der Stelle. Wir gucken mal, was er jetzt hier macht. Die Bombe muss gepickt werden. Cutters Low ist einer drin und oben kurz. Na, wir behalten ihn mal jetzt auf jeden Fall. Ich will jetzt wissen, was er mit dem letzten macht. Er hat voll auf ihn geschaut. Also wirklich. Okay, alles klar. Was für ein Wallhacker. Er guckt voll auf ihn drauf. Wallhack. Er hat zweimal zu ihm hingeguckt, so richtig auf ihn drauf und hingeneift. 1 Milliarde % Wallhack. Also diese. So ein Arschloch, Mann. Alles klar. Also den ersten Cheat haben wir schon erkannt. Er nutzt eindeutig Wallhack oder hat eben auf jeden Fall Wallhack genutzt. Deswegen hat er auch so ganz genüsslich geguckt. Hm, ich kann ganz locker legen und so. Ja. Ja, da würde ich mich auch in die Smoke stellen, wenn ich Wallhack hätte. So ein Lurch. Was macht er jetzt mit dem? Er hat den voll im Auge. So ein Arschloch. Ja, verreck, du scheiß Cheater, Mann. Voll räudig, wirklich. Wir einfach den Wallhacker an. Finde ich jetzt schon dreist. Aber Cheaten ist ja immer dreist, von daher. Dann Bunny hoppt er da noch rum. Ich weiß nicht, was man ihm dann dafür reindrücken muss. Also verzeiht mir, falls ich ihm später dann nur Wallhack reinhau und ihr dann alle sagt, Moment mal, du hättest ihm noch XY reinhauen müssen. Das wusste ich da nicht. So, guck mal, wie er auf ihn drauf geaimt hat gerade eben so. Aha, okay, du stehst da unten. Er dachte, er steht, ne, in seinem sichtbaren Bereich, aber oh, er stand dann noch bei City. Hm. Mal gucken, ob was er jetzt mit denen macht, ob er jetzt doch auch sogar ein Aimbot anhat oder ob er einfach nur jetzt das Unheil nahen sieht. Okay. Guck mal, wie ihn beobachtet, so ein Arschloch. Ach, man hat ihn voll gehört, er kommt, hallo. Oh, und er war voll drauf. Es sah fast sogar nach Aim Assist. Das ist doch Aim Assist, wie er da so zuckelt, oder? Ja! Alles klar, ich verstehe schon. The Suspect. Du lügender Pissschlauch-Benutzer. Was war das für eine Koterei? Also für die Stelle bekommt er auf jeden Fall auch nochmal ein Aimbot rein. Hoppitz, hol dir den noch. Ja, ist im Sprung, Was ein Arschloch. Alter, ich fass es nicht, oder was? We're going to do this. Ayo, mit dem Cheater auf jeden Fall. Sie gehen scheinbar alle Richtung, alle Richtung B, obwohl die Tees auf A sind, was er eigentlich sehen müsste. Er sieht's jetzt ja auch, ne? Er beobachtet sie alle, er sieht, hat den da oben in der Cam, er hat den da unten in der Cam. Und deswegen geht er jetzt nicht weiter. Pass auf. Der da unten ist jetzt nichts Neues für ihn. Können wir nochmal auf Zeitlupe. Er zieht immer so. Gibt auf jeden Fall ein Wallhack und ein Aim. In Aimer. Kriegt er noch Nei gepummelt. Ja, auf. Jetzt musst du die Runde auch noch holen, du alter Cheater. Du willst, dass die Runde in eurer. Ah, okay. Guck mal, jetzt sein Mate noch anneift. Okay. Es freut mich doch sehr, endlich mal wieder so einen richtigen Cheater dabei zu haben. Und ich hoffe, es gibt jetzt, also ich bin mir sicher, dass jetzt keiner dabei ist von euch, der sagt, ich weiß nicht. Durch die Wand kann man auch schon schauen, wenn man richtig global ist. Also wirklich richtig, richtig, da kann man da schon, Die eine Sache war einfach gerade krass, oder? Wie er das ganze Team geklatscht hat. Er tut so, er guckt. Guck mal, er geht nicht um die. Oh, wie ist er denn gerade eben hochgeflickt? Wie es so hingeht, so. Wisst ihr, er schaut so ganz präventiv nach rechts, hinter die Kisten, geht weiter nach vorne und hoppala. Ich gehe aber nicht ganz auf Mitte, sonst wird mich ja der Kerl links holen, der da steht, den ich ja sehe wegen meinem Wall. Guck mal. Achtung, wie macht er das jetzt? Wie verpackt er uns das jetzt, dass wir meinen könnten, er würde nicht cheaten? Er geht mal ganz an der Wand entlang, weil er weiß, dass direkt da einer steht. Das war nur kaschiert, er wusste genau, dass er da steht. Oh, der Cheater gibt auf, ich fass es nicht. Dachte er nicht, dass die Runde noch geht? Also, obacht, neue Runde, neuer Cheat, Achtung! Boop. Gut, das war menschlich. Guck mal, wie er genau auf seine verkackten Füße guckt. Jetzt flasht er wahrscheinlich rüber, ne? Ja, ja. Achtung, Achtung. Okay, den hat er jetzt aber echt spät gesehen, dafür, dass er Wallhack hat.
Tja, mein Freund, da war einfach die Feuerrate der Diegel zu langsam für dich, du alter Cheaterkopf. Mir scheint so, als hätte er den Warlock ausgeschaltet. Er ist nicht mehr so richtig... Naja. Naja, gut, das hätte jetzt aber auch noch alles Mögliche sein können. Aber mir scheint so, als wenn der Warlock ausgeschaltet wäre. Okay, er zoomt weiter rein. Obwohl er gesehen hat, dass die Bombe gepickt wurde und der Bomberman direkt zu ihm kommt. Und dann wird er geneift. Ah, nice. Oh, da kommt... Oh, was war das denn? Wie wurde... Oh, jetzt habe ich gerade wieder das Ding umgeschaltet. Es ist ziemlich schnell so nach oben gegangen. Also er sieht sie jetzt auf A lang kommen. Er tut so, als wenn auf kurz was wäre, aber... Okay, das war ganz schön bescheuert. Ich weiß nicht, warum er das gemacht hat. Ich meine, na gut, Cheater haben jetzt nicht nur ein fast schon verschwindend kleines Glied, sondern sind auch ziemlich, eine ziemliche Totgeburt, so, wisst ihr? Die sind halt einfach, die können nicht so schnell, ne? Schalten. Das müssen die Programme für sie machen. So wie hier. Guck mal, wenn er das machen muss, er kriegt gar nichts gebacken. Er kriegt einfach nichts gebacken. Er ist wie ein betäubtes Faultier. Da hat wir natürlich wieder der, ist klar, das Programm, ne? Aber wir haben ja schon genug Evidenz von vorhin. Das war, da kommt jetzt maximal vielleicht noch, kann noch dazukommen. Ich würde sagen, die Bunny Hops vorhin waren schon ziemlich krass. Da kann ich hier doch bestimmt auch sowas drücken wie, zusätzliche Unterstützung irgendwie, ne? Das werde ich ihm einfach auch noch drücken, weil er echt ein richtiger, räudiger Hurensohn ist. Und das sehe ich ganz klar von hier, ne? Ja, mein Sohn. Aim Assistance. Bei der Vision Assistance richtig, richtig krass war. Vor allem am Anfang. Das sah doch ein bisschen nach einem automatischen Jumping-Script aus, oder? Hier steht's ja. Der Bunny-Hop am Anfang, der B-Hop. Ja, gegrieft hat er es nicht zwingend. Also, ich meine, Cheaten ist ja eigentlich auch eine Form, aber egal. Also, das werden wir ihm auf jeden Fall drücken. Diesem Hund. Und damit verabschiede ich mich. Whoop.